Zack. Na, jetzt werden wir, jetzt werden wenigstens gerade erstmal wieder ein paar neue Menschen geboren. So. Die Ställe sind fast, also wir können noch ein bisschen. Stalltechnisch geht's noch. Zumindest ein bisschen. Transport. 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 Die arme Sau macht das da hinten ganz alleine und stirbt sowieso bald. Muss ich Leute in den Wachturm schmeißen, die Wache halten, oder? Platz für einen Menschen. Ein Männchen. Männchen. Ich kann mich hier, glaube ich, nicht. Ah, Hunde haben Krankheit. Dann kriegen auch alle Krankheit, ne? Wenn ein Hund Krankheit bekommt, kriegen alle Hunde Krankheit. Furchtbar. Okay, wir haben eindeutig genügend Getreide und sowas. Wir werden niemals so viel Getreide benötigen. Ich bin schon mal überlegen, ob ich ein Feld wegmache hier. Aber was soll ich denn da hinmachen? Hülsenfrüchte? Haben wir auch genügend. Baumfeld! Können wir da auch mal die Bäume wegmachen? Das ist ja furchtbar. Transportiert ihr mir das ab? Ja, ich denke mal irgendwann, wenn ihr mal Lust habt. Ich erlaube euch das irgendwann mal. Ne, dann warten wir lieber doch noch ein bisschen ab, bis wir... Hund ist an Krankheit gestorben. Hundi. Hundi. Hundi? Hundi, ich lass dich wenigstens schlachten, du Sau. Lass dich wenigstens schlachten, ist schon fies von euch. Yay, neues Schaf. Kann man das unterdrücken? Kann man nicht immer Dinger-Dinger machen? Ich will ja nicht, dass sie hier ständig Konga-Konga machen hier. Doch. Was kann man denn sonst hier noch machen in der nächsten... Esel, das Rad, okay. Vieh, Fruchtbaumdomestierung, Roggen. Ist Roggen gut? Das hier interessiert mich viel mehr. Schwerter und Kompositbogen, Brauen, Alkohol, geil. Schnäppels. Die haben mir noch nicht mal alles weggeholt und die ernten schon nach. Wir haben echt ein bisschen viel davon, oder? Naja, viel hilft viel oder so, weiß ich nicht. Baue ich euch da noch ein paar Schlitten hin. Alter, erstmal alle Tiere töten hier. Wie kann Gorup verhungern? Alter, was ist denn das für eine Pussy? For real, Mann, es kann keiner verhungern hier. Der Händler! Stroh ist jetzt auch genau das, was wir brauchen, ne? Tannine haben wir so gut wie gar nichts mehr. Deswegen haben wir auch kein Leder mehr. Wir müssen irgendwo Tannine nochmal herbekommen. Wo bekommt man nochmal Tannine her? Aus den Bäumen, ne? Ja, ich glaube, aus den Bäumen konnte ich Tannine machen. Ich glaube, ich habe alle Bäume abgeschnafft dafür. Wir hätten irgendwo Bäume belassen sollen, wo ich Tannine herbekomme. Ne, da werden die Bäume zerschnafft. Irgendwo Bäume. Ich weiß auch nicht, aus welchen Bäumen man Tanninen bekommt. Irgendwie aus Tanne, Eiche. Weiß nicht, warum ich aus Tannen und Eichen Tannine bekomme und nicht aus als Alter. Du bist doch schwanger, oder? Du bist so fett, du musst schwanger sein. Und ansonsten mein Beileid, dass du so fett geworden bist. Ich weiß nicht, dass ich hier schon wieder neues Nahrungsaufhängding haben muss. So. Noch ein neues Nahrungsaufhängding. Ja, Leder haben wir nämlich gar nichts. Dadurch, dass wir keine Tannine haben. Guck mal hier, die bauen unsere Türme, das ist gut. Du darfst gerne wiederkommen. Du bist total demoralisiert. Habt ihr schon? Ausstehende Materialien. Oh, oh Gott. Ja, das ist halt weit weg, diese Dinger, ne? Aber wenn wir diesen Steinkreis haben, ne? Dann ist richtig High Life, sag ich euch. Dann ist mein Dorf voll beliebt.
Kann es sein, dass ihr da unten lang lauft? Könnt ihr das bitte mal irgendwie unterlassen oder so? Danke. Kann nicht sein, dass ihr da unten lang lauft. »26 Wissen und ich darf es nicht ausgeben. So, ich nehme nochmal ganz schnell so eine Lutschi. Also eine Lutschtablette. Irish Moos zu empfehlen bei Husten. Ist echt gut. Schmeckt außerdem auch noch. Weil es nach Kirsche schmeckt. Und Kirsche schmeckt lecker. So, da fällt ihr weiter die Bäumchen. Könnt ihr übrigens auch mitnehmen. Das machen sie auch nicht von alleine, ne? Die Steine mitnehmen. Kannst du übrigens mitnehmen. Das machen sie nicht von alleine. Ein neuer Mensch wurde geworfen. Kann man jemand diese Ziege melken? Die ist fett. Kann man jemand diese Kotze da aufsammeln? Ach, das sind Bären. Naja, das ist ja sowas ähnliches wie Kotze. Kann man hier mal diese Steine abbauen? Oder diesen Baum? Oh, dieser Baum wäre schön, wenn ihr den wegreißen würdet. Ja, bin ich auch der Meinung. Und genauso wie diesen Baum. Da haben die den Turm gebaut. Da stehen die zwei Türme. Da steht der Turm. Oh, sieht gut aus. Die bauen gerade alle Aussichtstürme. Kommt auch jeden Tag. Und jeden Tag kaufe ich ihn was ab. Naja, alles was Nahrung ist, ist gut. Alles was Nahrung ist, ist immer gut. Wir haben zwar echt viel Nahrung, aber es kann halt nie genügend Nahrung geben, ne? Ich meine, die Leute verhungern ja immer noch, die Pfeifen. Dankeschön. Habe ich gerade gesehen. So, noch bitte diesen Baum hier. Die arbeiten dran. Danke. Das ist ein Tor. So. Dann ist das befestigt. Ist hier befestigt. Jetzt ist, glaube ich, derzeit gerade alles befestigt, ne? Die kommen da nicht mehr. Wisst ihr eigentlich, dass ihr scheiße seid? Hat euch mal irgendjemand irgendwann das mal gesagt, dass ihr scheiße seid? Packen wir da oben noch einen Turm hin und dann... Hier fällen wir den Baum da, der stört. Komisch, in die Richtung haben wir nur ein Tor und in diese Richtung haben wir drei Tore. Weiß ich auch nicht, was das soll. Ressource verfallen, Brot. Wir haben schon so viel Essen, dass ich das nicht mehr essen können, oder was? Ein Traum. Das hier wäre echt schön, wenn ihr das abbauen würdet, alle. Ich weiß, ich kann so machen und die dann da hinschicken. Aber will ich nicht. Also Getreide ist auch... Siehst du ja hier. Wie viel Getreide wir haben. Wie viel Mehl, wie viel Brot, wie viel Essens. We are not dying at Essen. Vielleicht so assi, dass ihr da unten lang lauft. Das untergräbt richtig meine Autorität. Stein abbauen. Vier neue Leute in der Siedlung. Oh Gott, wir brauchen neue Häuser. Die Bären würde ich gerne abreißen. Die stehen nämlich ein bisschen im Weg. Nein, kein stinkendes Zelt. Niemand will in stinkenden Zelten wohnen.
Wir wollen eine Hut. Wir wollen eine Hut. Ressource verfallen, Brot. Händler ist gekommen. Was hast du denn jetzt für mich? Stroh. Wir haben so viel von allen. Ich brauche dich nicht. Aber warte mal, wir können ein paar Bögen mitnehmen. Komm. Wir nehmen ein paar Bögen mit, weil wir es uns leisten können. Wir haben außerdem nur 4 Bögen, also ist vielleicht gar nicht mal so doof, dass wir ein paar Bögen kaufen. Nein, kein Wollstoff. Den Rest fülle ich mit Knochen auf. Zack. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn wir ein paar Bögen dabei haben. Guck mal hier, da hinkeln sie! Sie kommen angehinkelt. Was tut er? Achso, schon wieder Tiere töten. Da arbeiten sie auch dran. Da noch nicht. Und da hinten auch noch nicht. Aber sie kommen langsam, aber sicher angehinkelt. Da schwebt ein Bär. Oh, jetzt badet der. Süß. Ja, ich gehört, dass da jemand an alter Schwäche gestorben ist. Es dauert aber auch lange, bis sie den ganzen Stein abgebaut haben, ne? Und die Stöcke hier, ne? Die könnt ihr auch mal aufsammeln hier. Sieht nett aus. Ihr müsst den Scheiß frei von allen halten. Und das hier will ich priorisieren, dass ihr Stein sammelt eigentlich. Alter, könnt ihr mal aufhören, euch den Tripper hier im Dorf umzugeben? Das ist ja furchtbar. Der eine kriegt Tripper, der andere kriegt Tripper, alle kriegen sie hier irgendwas. Warte mal, ich hätte eigentlich noch echt gerne, ich weiß nicht warum, hier hinten irgendwie noch so einen Wachturm. Einfach nur, um ein bisschen unsere Felder auch zu schützen. Na, verreckt er jetzt alle in eurer Krankheit. Das kommt, weil ihr durch die Gegend hurt, wie sonst was. Und denn mir dafür die Schuld gibt, wenn ihr euch eine Krankheit zuzieht. Das geht nicht. Ressource verfallen, Milch. Oh, was soll's, ne? Guck mal da. Da hinkeln sie sich ein. Der Steinkreis wird episch, ey. Der wird die Räuber aber richtig abschrecken. Geräuchertes Fleisch. Haben wir noch genügend Lagerplatz? Eigentlich schon. Wir könnten aber trotzdem nochmal einfach so zum Spaß. Nochmal wieder so ein zauberhaften Getreide, paar zauberhafte Getreidespeicher hier hinsetzen. Nö, das war's. Es langt. Wenn unser Fleisch jetzt schon zerfällt. Ihr arbeitet aber nicht kontinuierlich. Da dran. Bin sehr, sehr, sehr enttäuscht. Drei neue Schafe wurden geworfen. Macht ja nichts, dass der Stall, dass die Ställe voll werden. Wie wäre es, wenn ihr mal wieder schlachtet? Da geht's auch schon los. Cool. Alter, du bist aber auch. Wie bist denn der. Was machst du denn da hier hinten? Gehst du zum Sterben raus oder so? Was ist denn da los? Alter, man kann auch echt weit weg sein. Man kann auch wirklich weit weg sein. So, dann bauen wir hier neue Lagerlis. Die verrecken alle. Ich hätte echt gern hier noch zu eigentlich, bevor wir Zeitalter wechseln. Aber wir wechseln gleich, glaube ich, erstmal das Zeitalter. Oder in der nächsten Aufnahme. Weil gleich Schluss ist. Ich weiß nicht, ob wir Holz brauchen. Ich sehe kein Holz. Nein, schleudern will ich mir jetzt nicht. So. Tanina ist nicht zufällig, ne? Nee. So. Gut, 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 gut. Zack. Ich bin
froh, dass Knochen 2 wert sind. Wirklich, das ist echt gut. 3 neue Menschen sind in die Siedlung. Na, dann können sie ja weiter, liegt schon wieder ein Toter. Will ich echt sehen eigentlich, wie sie denn das da aufbauen. Guck mal hier, da ziehen sie. Und da ziehen sie. Da arbeiten sie noch dran. Da arbeiten sie auch noch dran. Was sind 1, 2, 3, 4, ich glaube. Es könnte, glaube ich, lang. Weiß ich aber nicht. Hier, arbeitet mal den Stein ab, Mensch. Da liegt sogar eine Ressource Stein. Ihr wollt, das Einzige, was ihr echt nicht machen wollt, ist Stein abarbeiten, ne? Da seht ihr richtig faul drin. Faules Gesocks. Hier liegt Essen rum, Mann. Sammelt das doch mal auf. Tut doch wenigstens so, als ob ihr das machen würdet. Wenigstens ein bisschen. Ja, Kapazität noch, sieht noch gut aus. Schaf wurde geschlachtet. Ressource geräuchertes Fleisch ist verfallen. Macht aber nichts. Das macht alles wirklich nichts. Die wandern jetzt ja sowieso in der Weltgeschichte rum und töten überall irgendwie alles. Brauchen sie eigentlich schon gar nicht mehr, weil wir schon so viele Tiere haben, dass das eigentlich schon... Und da schlafen sie alle drinnen. Oh, wie süß. Wird Zeit, dass wir sie töten. Wie viele Räuber kommen? Richtig viele. Alter, einer. Ne, 2. Ne, 3. Ne, 4. Okay, es werden immer mehr. Kann ich sie jetzt irgendwie schon angreifen? Kann ich denn das sagen? Kann ich denen aber auch nicht sagen, dass sie den schon angreifen sollen, ne? Oder hier irgendwie... Verteidigen oder so? Kann ich den auch nicht sagen. Oder euch sagen, dass ihr da euch schon mal hier hin platziert oder so? Kann ich euch das sagen? Man kann es denen sagen, dass sie da hingehen sollen. Kann ich hier noch bestimmt auch sagen, dass sie, wenn ich sehe, dass sie von da ankommen, dass sie sich hier in so eine Scheiße reinstellen sollen, oder? Kann ich bestimmt sagen. Ein Sturm. Ja, wenn jemand vom Blitz getroffen wird, dann ist es Pech. Im nächsten Leben gewinnt er im Lotto. Meine Güte, er räumt die doch mal weg oder so. Aber hier die Ziege, ey. Die Ziege hat sie eigentlich alle getötet. Deswegen legt sie sich da jetzt auch ganz entspannt hin. Habt ihr nicht meinen Wagen kaputt gemacht, ihr Schweine? Nur noch 13 Steine sind da. Oh Gott, Steine dauern so lange. Ich würde sagen, wir könnten echt in der nächsten Aufnahme dann das Zeitalter in Bronze wechseln. Ich habe keine Angst mehr. Außerdem haben wir echt viel Wissen gerade. Wir brauchen 20 und haben 17 Wissen. Wir können schon gleich weiterziehen hier. Wir können gleich von da an in das Bronzezeitalter gehen. Und dann gehen wir in das Eisenzeitalter und dann wird es richtig... Also das wird noch... Oh Mann. Ich bin froh, dass sich auch mein Husten wieder ein bisschen beruhigt hat. Ehrlich gesagt. Ach, da hinten kommt die Ekelsteine angerollert. Oh Mann. 1, 2. 3. Da hinten ist 4. Ich glaube, einen Hinkelstein müssten wir sogar noch suchen. Da fehlt mir schon. Gucken wir erstmal. Da gucken wir erstmal. Hier ist uns auch einer und das ist auch gar nicht so weit weg wie die anderen Dinger. So, habt ihr da hinten eigentlich schon den Turm gebaut? Ja, das ist gut. Dass wenn sie von da an kommen, dann kann ich da gleich 2 Leute reinschicken. Gut, Spiel speichert. Automatisch auf 2. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Feierabend. Der, guck mal hier, der nimmt sich der, sein Pausenbrot hat er sich mitgenommen, ganz ehrlich. 2 Stücken Fleisch, damit er da einen Stein abhauen kann. Geil, doch. Faules hier, Socks hier da. Okay, Bevölkerungsgrenze wird auch immer mehr. Hat das da eigentlich kaputt gemacht? Sieht aus, als ob ich da, als ob da was fehlt. Haben sie das kaputt gemacht oder fehlte da einfach nur? Kann ich hier nicht mehr so weiter, ne? Nö.
Okay. Gut. Da hinten ist irgendwas umgefallen. Achso, Baum. Baum. Na gut, dann würde ich jetzt aber sagen, machen wir erstmal die Aufnahmepause. Guck mal, wie viele, die ganzen Tiere wollen immer hier sein. Weiß ich auch nicht, warum, was da los ist. Warum können die sich nicht mal verteilen? Apropos verteilen, kann ich denen sagen, wo die hin sollen? Nein. Nee, den Tieren kann ich natürlich nicht sagen, wo sie hin sollen. Das sind ja Hunde, aber es geht, nein. Okay, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal Feierabend. Der Händler ist gekommen. Was hast denn du? Oh, Tanine. Nehmen wir mit. Leder nehmen wir mit. Kriegst ein Hautoutfit für. Kriegst noch ein Hautoutfit. Kriegst noch ein Hautoutfit. Kriegst noch so eine Steinaxt. Und dann kriegst du noch ein paar Knochen. Sonst gehen die Knochen aus. Der Händler darf nicht mehr so oft auftauchen. Und so schönes Zeug dabei haben wie Leder. Oder Taninis. Ja, wie gesagt, der hier arbeitet sehr langsam da dran. Ist wieder irgendjemand verhungert. Bestimmt auf dem Weg hierher, wa? Ja, da muss mal jemand gewollt werden. Guck mal da. Sehr nice. Achso, dann kriege ich die Ressourcen sogar wieder, wenn wir das fertig haben. Ah, okay. Na gut, dann könnt ihr ja gleich die nächsten Hinkelsteine hier hinten machen, wa? Jupp, am Altersschwäche gestorben. Da flitze ich hin und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann in die Metallzeit wechseln. Also erstmal in die Bronzezeit und dann immer so weiter und so fort und so hü und so hot. Und ja. Gucken wir mal, was wir denn da so Neues, Spannendes und Aufregendes finden. Deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich muss speichern. Okay. Pinopolis, speichern. Der schönste Name der Welt. Die Völker. Geiles Spiel. So. Jetzt aber genug gequatscht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.